Ja, dann können wir jetzt mal endlich mal anfangen. Ich habe jetzt. Ja, ich mache ja schon die ganze Zeit. Ja, ich mache nur die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal gesehen, dass du hier irgendwas abgebaut hast. Ja, ich baue auch gerade die Baumfarm. Was soll ich denn hier einfach abbauen? Ich wollte einfach mal. Geh einfach quer durch die Wüste. Wir wohnen da eh nicht in der Nähe. Die ist 2000 Blöcke weit weg. Scheißegal, wie es da aussieht. Okay. So wie bei meiner Wüste. Nervst, ne? Wenn du mich weiter nervst, na dann stelle ich da einen Nuke hin und dann ist mir auch egal, wie es da aussieht. So. Weißt du Bescheid? Ich baue die Blöcke so schnell ab, dass der Server nicht mal merkt, dass die abgebaut sind. Es liegt wieder an der Campusleitung. Immer noch nicht gemerkt, dass sie abgebaut sind. Baumschule. Oh, Holzfäller. Genau, Erde wollte ich holen. So, einfach mal hier so rumgehen. Also Arbeitsspeicher habe ich den Server eigentlich genug gegeben. Einfach mal hier so rumgehen, ne? So, und ich weiß, ich mache das Chunk Overlay gleich wieder aus, bloß ich will das hier alles perfekt platziert haben. Aber wenn ich das nämlich genau in dem Chunk-Ding platziere, dann passt das. Alter, was ist denn jetzt mit dem... Ey, irgendwie ist der Rechner heute nur im Rumruckeln, obwohl er eigentlich nicht rumruckeln sollte. Ich verstehe das nicht. Kaum nicht. Ich baue gerade so weit ab, wie ich kann. Ich glaube, ich muss noch mal was in den Grafikeinstellungen gucken. Egal, was ist. So, ich baue einen perfekten Kreis. Mal gucken, ob ein perfekter Kreis rauskommt. Aha. Dann renne ich hier rum und sammle alles ein. Ich darf nur nicht länger als 5 Minuten. Sieht gut aus, würde ich sagen. Was? Ich weiß ja nicht, was Marcel dazu sagen würde. Wahrscheinlich würde er wieder sagen, sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. Ja, da, was habe ich gesagt? Der weiß es einfach nicht zu würdigen, was ich hier für unsere Gesellschaft tue. Dem ist es einfach scheiße. Dem ist es einfach scheiße. Ist, so. Ja, ist ja auch so. Was? Kommt jetzt der Enderman her? Erschreck mich nicht so, du blöder Penner. Das nächste Mal schlage ich dir den Schädel ein. Diesmal lasse ich dich noch davon kommen. So, jetzt brauchen wir Humus. Ne, wir brauchen erstmal. Wir brauchen erstmal ganz viel Kupferkabel und so Zeug, ne? Aber das sagen wir Marcel nicht. Also jetzt heißt es wieder, ich verschwinde Ressourcen. Also ein Inventar reicht nicht, ne? Ein Inventar voller Sand reicht nicht, ne? 24 Stacks. Das sind erst 8. Oh, Kupfer. Brüm, brüm, brüm. So, okay, also gut. Legen wir los, wir brauchen Kupferkabel. Kupferkabel ist am Start. Gut, wir brauchen noch einen elektrotechnischen Motor. Elektrischer Motor. Dafür brauchen wir Zinn und einen hässlichen Kolben. Ist denn jetzt mit Strom versorgen oder was? Ja, die Baumfarm braucht MJ und MJ macht nun mal der Strommotor. Am besten. Also der reicht. Ja, aber du brauchst doch dafür Strom, den haben wir doch nicht da halt draußen. Ja, aber ich leg da einfach ein Kupferkabel hin, das reicht vollkommen. Okay. Weil der elektrische Motor, der zieht nur 5 bis 7
EU pro Tick und ankommen dann noch 76 EU pro Tick. Weil Kupferkabel hat nämlich viel Verlust unterwegs. Ich benutze mal meinen Ofen jetzt. Also guter elektrischer Motor. Wenn dann lauter Viecher wieder herumfliegen, wissen wir ja, wer schuld ist. Da ist Marcel schuld. 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 Sand, das sollte da jetzt auch unten rauskommen. 11. 11, kann ich mir merken. So, nochmal 5 Pflasterstein. Dann nochmal ans Zinn. Und ans Holz müssen wir auch nochmal. Hup, 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 hup. 1, 2. Hätte ich nicht alles aufsammelt hier. Jetzt kann mal ich keiner was gesagt hat, ne? So gut. Ich sammel hier gerade Sand und du? Ich mach nix. Das sag mal, wie lange braucht man eigentlich für die Ghost-Kampagne? Keine Ahnung, ich hab die noch nicht gespielt. Dann könnte ich die ja morgen vielleicht mal let's playen, wenn du kommst. Genau. Mit deinem Spiel. Ich geb dir mein Spiel und du lässt spielst es vor mir, ist ja logisch. Natürlich. Ist gut, ja logisch. Ich kann logisch. Die Folge auch später bringen. Ich mal wieder eiskalt, vergessen. Wie ich ihn wieder eiskalt abzocken will, ne? Dann kannst du mir erstmal dafür Geld geben. Ja, dann. Dann kriegst du halt das Geld von, was weiß ich, von allen. Von mir, von uns. Wer ist uns? Weiß ich ja nicht. Weiß ja nicht, wer uns ist. Hast du mal irgendein... Wir könnten ja mal über das neue YouTube-Scheiß-Fabrikierungsmist reden. Ja, und zwar ist man jetzt eiskalt dazu gezwungen, sich mit Google Plus zu verknüpfen, weil sonst darf man keine Kommentare mehr schreiben. Yay! Ja, gut, das ist jetzt nicht das... Na gut, das ist das Einzige, was am schönsten ist. Man kann ja nicht mal mehr richtig irgendjemandem antworten, ne? Das ist ja noch kaputter. Ja, eigentlich also, kann man gar kann einem nichts antworten, mehr machen. Also, wenn man einem antwortet... Dann wird es nicht als Antwort gezeigt, sondern es steht dann an dem Kommentar, das geantwortet hat, steht dann, dieses eine Antwort auf das Kommentar von irgendwas, drückst du drauf, kommst irgendwo auf den Kanal, aber nicht zum Kommentar. Geil. Also. Ne? Ja geil, ja, finde ich voll krass, ey. Besser geht nicht. Das Beste, was geht. Beste ever, also beste YouTube für immer. Ne? Ja, finde ich voll korrekt. Ja, ja. Ich verstehe gar nicht, was so wieder dein Problem ist. Ja, ich sag ja nicht, dass... Ich bin mal gespannt, was Patrick zu der Sache sagt. Das Gleiche. Ach, seit Google genauso, dass YouTube Call of Duty, hat, also dass das die Macher von Call of Duty gesagt haben, ja, wir haben eine neue Engine, yeah, alles neu. Und ja, was ist? Spiel ist gerade mal seit 3 Tagen draußen und schon gab's schon wieder irgendwelche Statistik-Hacker, ja, die einfach mal in ihre Statistik geschrieben haben, dass sie das Spiel erste schon seit 100 Tagen gespielt. Hat 100 Tage gespielt. Das Spiel ist seit 4 Tagen, also heute ist der 4. Tag, wo das Spiel draußen ist. Ja gut, es muss ja nicht unbedingt ein Hacker sein. Ich meine, vielleicht hat er einfach das Raumzeitkontinuum manipuliert. Oh, scheiße, da könnte jetzt ein Creeper kommen. Wo kommt jetzt der beschissene Creeper her?
Fleisch dauert noch. Bis der kommt, der Creeper. Nee, bis das hier durchgebrannt ist. Ach so. Ich glaube, ich nehme das doch nicht mehr. Ich glaube, 10 Sticks waren jetzt zu viel. Ich komm mal zu dir. Genau. Achso. In den sinnlos Kupferkabel verbrauchen. Mann, nervt. Und weiter geht's. So, Mama, ist blöde Chunk-Dings da jetzt wieder weg. Ich kann mir vorstellen, dass das schon wieder einige Leute stört. Was? So. Ach, nix, weißt du, nix, ich sag nix. Ich hoffe, es stört keinen, dass ich hier Sand abbaue. Kommt da einer, tippt die von den alle. Ey, mach mal länger voll Scheiße. Was soll die Scheiße? Willst du mich hier oder was? Ich meine, benutzt wenigstens mal die Zauberstäbe, also. Ich benutze nie die Zauberstäbe. Für zum Sand abbauen sind die noch gut genug. Gott, ja, das ist schon wieder diskriminierend eigentlich. Was? Ja, immer mit seinen Wassen. Wassen? Was ist denn? Ja, was willst du jetzt von mir? Jetzt hau doch mal ab hier, du Scheißskelett. Ja, warten, ich mach doch nichts. Ich mal Geld kaufen oder so. Ich mach doch nichts. Die sind von mir angeheuert worden, weißt du doch. Weißt du, ich hab mir immer Geld kaufen lassen früher als Kind, ja? Ich hab nie selber Geld gekauft. Ich auch. Das kann man heutzutage ja nicht mehr bringen. Nee. Lass jetzt halt nur noch Geld kaufen, eiskalt, ja. Ja, ich hätte das darf man nicht mehr bringen. Steh ich jetzt halt weg. Dann kaufe ich mir noch neue Spiele davon, die ich dann nicht let's playen darf, weil dann irgendwelche Leute sagen, dass denen. Ach ja, genau, das sollten wir auch mal ansprechen hier. Den muss. Ja, dass einfach irgendwelchen Menschen einfach Musik gehört, denen das gar nicht gehören soll. Und dann darf man da nicht mal Einspruch gegen erheben. Nee, das darf man nicht. Dass man ein Skelett gegen eine Spinne. Dass man nämlich sofort Skelett kriminell. Gegen Spinne. So, jetzt brauche ich Sand. Genau, wir haben ja. Hier, Skelett gegen Spinne 2. Wer gewinnt? Ja, hier, Spinne, schon schießt. Ja, mach die Blatt, Skelett gegen Spinne 3. Wer gewinnt? Ah, Spinne. Los, Spinne, mach den nächsten platt. Ja, oh, Skelett hat gewonnen. Scheiße. Du hast echt keine Hobbys, ne? Ja, was denn? Ich sag doch nur Skelett gegen Spinne 3. Ne, 4 war das jetzt sogar schon. Du hast doch echt. Skelett hat gewonnen. Ja, hat doch. Ja, du hast ja nicht gesehen, was passiert ist. Ja. Genau. Jetzt bin ich auch noch wieder schuld. Ja, ist ja so. Ist alles gut fürs Merken. So, wir können jetzt nämlich hier den Humus draus machen, mal so einen Steck Humus. Und jetzt können wir hier nochmal aus Sand und Dünger nochmal Dünger machen und dann nochmal aus Erde. Hier können wir jetzt nochmal Humus machen. So, ich schätze mal, so ein Stack sollte erstmal reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 1, 2. Ne, 11 waren ja drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, also minus 2 sind es ja dann, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6 fehlen noch. Hey! So, 6, die Baumschule, die platziert 5, jetzt halt hier selbstständig 4, den Humus. 3. 3 Stacks noch, Kevin. Aber ich glaube, das ist jetzt so ganz richtig, was? Ja, ist gut. Es dauert jetzt halt ein bisschen, bis der Ofen hier durch ist. Aber. Was bist denn du eigentlich? Angucken! Das macht dann hier was. Hast du den auch geschickt platziert, so dass der gut Platz hat? Ja. Der macht das. Humus. Wenn nicht, reißt der Blöcke. Braucht der den Humus eigentlich?
Ja, der braucht den Humus. Nee, verbraucht er den. Ja, der verbraucht den. Also wenn er dann... Aber wir können das ganz einfach herstellen, weil komm mal mit. Wir brauchen dafür Apatit, ne? Ja,